Moin Freunde, herzlich willkommen wieder zu meinem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Junge, einfach wieder nach 2 Wochen Pause hier mein erstes Video. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock. In dem heutigen Video, könnt ihr vielleicht schon erkennen, bin ich auf dem Weg zu den 400 Wins in Stumble Guys. Und die heutige Challenge wird sein, ich darf die Farbe nicht berühren, was mein Special Skin als Farbe hat. Das bedeutet, jetzt in der ersten Runde versuche ich einen Win zu holen und darf die Farbe lila nicht berühren, weil mein Special Skin lila hat. Dann würde ich sagen, da habe ich gar nicht mehr so viele rum. Lasst jetzt schon mal gerne ein Like da und ein Abo. Ab in die Runde rein. Let's go. So, und die erste Runde ist hier auf jeden Fall teilvoll, was sehr, sehr gut ist für mich hier, weil es entweder hier nur grün, rot oder gelb gibt. So, die laufen auf jeden Fall schon mal gut vor hier. Ich habe mich wieder ein bisschen bedeckt hier hinten, dass ich auf jeden Fall keinen Box oder Kick abbekomme, weil da habe ich auf jeden Fall gar keinen Bock drauf. Ich will dann natürlich auch weiterkommen hier, ist ja ganz klar. Und die finden auf jeden Fall nicht raus, wo der Weg hier lang geht. Ich glaube, ganz links ist es. Soll ich Risiko eingehen? Okay, nee, ich gehe kein Risiko ein. Hab schon rausgefunden. Sehr nice. Alter, guck mal. Habt ihr gesehen, die kleine Katze da? Der wollte uns einfach gerade alle umboxen noch. Der kleine 31er, Bro. Cannon-Climb, Digga. Da darf ich ja fast gar nichts berühren. Wie viel lila ist hier, Alter? Holy shit. Das heißt, ich muss jetzt hier außen rumgehen. Ich darf gar nicht da hochspringen. Und mich darf auch keine Kugel treffen. Weil die Kugeln auch alle lila sind. Und hier den Hammer darf ich auch nicht berühren. So, jetzt richtig aufpassen hier. Nice. Nein! Hat keiner gesehen. Hier außen rum. Darf er ja nicht drauf. Das war kein Leader. Okay, let's go, ich bin ins Ziel. Erster Platz, wichtig. Oh! Finale wird Jungle Row sein. Hier ist auch nichts Lilanes in Sicht. Sehr nice. Und ich habe einen guten Spawn bekommen. Nice. Okay. Der macht auf jeden Fall ein bisschen Auge hier. Dieser Getsy-Won ist nicht schlecht. Das merke ich. Okay, der hat verkackt. Sehr nice. Meine Chance hier. Ja, das muss der Win werden eigentlich. Das muss eigentlich der Win werden. Mich kann ab jetzt her einfach keiner mehr überholen. Nochmal kurz den Boost hier einsetzen. Let's go. Hier geht die Wand hoch, da geht rechts die Wand wieder runter. Ja, das ist der Win. Let's go, Mann. Da ist auf jeden Fall der erste Win mit dem ersten Special Skin. Und wir haben keine Farbe Lila berührt. Sehr nice. So, Freunde, es fehlen nur noch 2 Wins bis zu den 400. Und ich würde sagen, ich suche mir jetzt hier einen neuen Special Skin aus. Und zwar würde ich einfach mal Siri fragen, was sie mir für eine Zahl zwischen 1 und 4 sagen wird. Ey, Siri, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 4. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 4 ist 3. Und Siri sagt, ich soll die 3 nehmen. 1, 2, 3. Das ist hier der Captain Goldheart. Und ich würde sagen, wir springen direkt in die nächste Runde rein. Let's go. Komm, Stumble Guys, bitte gönn es irgendein Spiel, wo es die Farbe Gelb nicht gibt. Let's go. Endlich mal wieder, wo was... Ey, bitte. Endlich mal wieder ein Spiel, wo ich was machen kann hier als gelber Skin. Ich sage euch ungelogen, wie es ist. Ich nehme schon seit 20 Minuten hier die Folge auf. Und kann einfach keine Runde spielen. Weil einfach in Teilvoll... Oder Teilvoll heißt die Map? Also die Map mit diesen Wippen. Die Wippen sind einfach gelb. Ich kann nicht auf die gelbe Wippen drauf. Dann gerade hatte ich ein Finale. Pain Splash. Im Pain Splash sind auch die ganzen Teile, wo man drauf springen muss, um ins Ziel zu kommen, auch gelb. Also ich kann nicht mehr, Jungs, Mädels. Ich bin jetzt schon hier bei der 5. Runde oder so. Nehme seit 20 Minuten die Folge auf, weil überall einfach gelb drin ist, ne? Es ist unmöglich. Ich brauche einfach Glück mit Blockdash, Lavaland oder irgendwas. Das meine ich, Junge. Das meine ich. Digga, ist mir scheißegal. Ich mache die Runde trotzdem. Berühre ich zwar gelb, aber ist mir egal. Ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Komm, ich mache einfach so, wenn ich hier die Runde, schaffe, hier als Erster ans Ziel zu kommen, dann ist es egal. Weil ich bekomme die ganze Zeit schon seit einer halben Stunde gefühlt nur diese Map hier. Wo halt die Wippen gelb sind. Was soll ich denn machen? Ich habe halt nicht mal irgendeine andere Ausweichmethode. Weil die Wippen einfach gelb sind und ich mit einem gelben Skin spiele. Aber ich glaube, ich schaffe es als Erster hier reinzukommen. Ja, Mann, das kann ich gelten lassen auf jeden Fall. Es ist halt einfach unmöglich ansonsten. Es ist viel zu viel Gelb in Stumble Guys, ich bin euch ehrlich. So, bitte, komm, Finale. Irgendwas, was nicht mit der Farbe Gelb hat. Sogar Botbash will ich annehmen. Da muss ich halt ein bisschen hier den gelben Marienkäfer am Anfang ausweichen, aber bitte. Gönn irgendwas Krasses. Boah, Cannon Climb, okay. Das heißt, ich darf hier keine Abkürzung jetzt nehmen, weil die Bounce-Teile auch gelb sind. Aber ich glaube, das ist machbar. Sehr nice. Hier darf jetzt nicht gekickt werden. Let's go. Wichtig. Hier darf jetzt, wie gesagt,
nichts Gelbes berühren. Oh, das Wetter oder was? Das Wetter rein oder wie? Nice, 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 nice. Sieht sehr gut aus, sieht sehr gut aus. Let's go, Mann. Das ist der 399. Win mit dem goldenen Skin. So, es fehlt mir nur noch ein einziger Win, bis wir die 400 Kronen in Sammlergeist knacken. Dann würde ich sagen, machen wir das Ganze nochmal, aber mit einem erneuten Special Skin. Und zwar hier zwischen den drei noch. Deswegen, wir fragen nochmal Siri, welchen Skin ich spielen soll. Hey Siri, nenn mir eine Zahl zwischen 1 und 3. Eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3 ist 3. 1 und 3 ist 3, das bedeutet, ich muss mit dem Inferno-Drache in die Runde rein und wir holen den 400. Win jetzt mit dem Inferno-Drache. Let's go. Wir werden wieder als erste Runde Cannon Climb. Da habe ich jetzt auf jeden Fall mit dem Inferno-Drache hier mit der Farbe Rot nicht so viel Probleme. Das heißt für mich, ich kann wieder hier alle Abkürzungen nehmen, ohne mir irgendwie Kopf machen zu müssen, ob ich es machen darf oder nicht. Sehr gut schon mal. Okay, ich glaube, die Spieler sind auch nicht schlecht hier. Dieser MTM und dieser Wettdress oder wie der heißt. Aber eventuell komme ich hier trotzdem noch als erster ins Ziel rein. Ja. Ich glaube, ich komme hier trotzdem als erster ins Ziel rein. Let's go, Mann. Erster Platz wichtig. Okay, nächste Runde auf jeden Fall hier Humble Stumble. Da gibt es auch nicht viel, wo ich drauf achten muss. Außer hier halt in der Mitte. Oder? Das ist sogar pink, würde ich sagen. Ah, da ist was Rotes. Okay, das darf ich nicht berühren. Aber es versucht natürlich so oder so nicht zu berühren, weil ich ja hier ins Ziel rein möchte und die Runde gewinnen will. Okay, das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen, Mann. So. Hier warten wir nochmal ganz kurz. Ey, als ob. Als ob ich nicht weiterkomme. Laber nicht. Oh mein Gott. Let's go. Gerade noch so geschafft. Und das Finale ist Laser Tracer. Oh mein Gott, Mann. Wie viel Glück kann ich haben? Hier ist halt das Einzige, was rot ist, auch die Laser. Und wenn ich da reingehe, bin ich ja so oder so tot. Also das heißt für mich, ich kann jetzt hier ganz normal spielen, ohne hier irgendwie mir das Kopf machen zu müssen, dass ich halt einfach irgendeine rote Farbe berühren kann. Sehr nice. Ich werde natürlich auch wieder hier asozial spielen. Das heißt, die Leute werden hier umgeboxt. Da kenne ich gar keine Gnade. Nicht so wie bei anderen YouTubern. Bei mir wird umgeboxt, umgekickt. Bis zum geht nicht mehr, Bro. Und... Ciao, Junge. Oh mein. Der hat mich fast hops genommen. Habt ihr gesehen? Oh, ich hab ihn hops genommen. Ich hab ihn hops genommen. Ich hab ihn dick hops genommen. Der Arme. Ich hab ihn richtig zerstört. Ich hab den richtig zerstört. Okay, der grindet auch hier rein. Das ist ein kleiner Tryhard. Special Skin gegen Special Skin. Und der rote Legendary Skelett. Jetzt bin ich gespannt. Oh! Oh! Let's go! Let's go, Junge! Da ist auch der nächste Win mit dem Inferno Special Skin. Und ihr werdet es gleich sehen. Wir haben die 400 Wins in Sammelgeist geknackt. So, wir haben jetzt die 400 Wins in Sammelgeist geknackt. Let's go, Mann! Für auch 26.660 Trophäen. Sehr, sehr nice. Und dann würde ich sagen, war es auch schon mit dem Video. Lasst auf jeden Fall jetzt nochmal gerne ein Like da und abonniert auch den Kanal, falls ihr noch nicht gemacht habt. Ab jetzt werden auf jeden Fall wieder aktive Videos kommen. Ich hatte nämlich ein paar Sachen privat zu tun in letzter Zeit. Deswegen werden es auf jeden Fall wieder mehr Videos kommen. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf auf die nächste Zeit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.